Ja, hallo, hier ist Gerd Schröder, Ihr Bundeskanzler. Ich grüße Sie. Ja. Sie haben Raucherbedarf, ne? Ja. Sind mir empfohlen worden. Ja. Zigarren haben Sie auch? Nein. Ich habe schon mal teure Zigarren jemandem besorgt, aber ich verkaufe die normal nicht. Ach so, so unter der Hand. Sagen Sie mal, Pfeifen haben Sie da? Pfeifen habe ich da, ja. Ich brauche halt ein paar Geschenke. Ja. Also für den Joschka, dachte ich so, eine richtig schöne Blubber, so ein Bon, nicht? Für die Doris so ein Chillum, für unterwegs, nicht? Und für mich im Büro eine Kavum. Da muss ich Ihnen eins sagen, die habe ich gar nicht mehr. Weil haben Sie die ausverkauft gerade? Ja, nee, nicht gerade, die habe ich schon lange nicht mehr. Das ist sicherlich seit 10 Jahren, da ich da keine Wasserpfeifen mehr verkaufe. Aber das ist so ein Riesentrend, hören Sie mal. Ja, also, ich kann nicht entdecken. Ja. Nee, wirklich nicht. Also, ich kann die besorgen. Meine Kollegen in Hamburg, die haben ganz sicher Wasserpfeifen im Sortiment. Ich habe einfach keine Nachfrage in Wasserpfeifen. Ja. Und Chillums, so kleinere? Nee. Oder Kavum? Nein, also sowas führe ich nicht. Ja. Nun sind wir auch vielleicht im Sauerland, ich bin nun hier im Sauerland ansässig, vielleicht in der Hasch und in dieser Szene nicht so, oder das ist bei uns nicht so stark, und da mag es auch dran liegen, dass die Geschäftsleute auch das ganze Geschäft vielleicht nicht mitmachen wollen, um der Jugend nicht unbedingt auch noch da, eben entgegenzukommen. Ja, aber das ist ja nicht nur ein Thema für die Jugend. Ich würde mir einfach gerne mal wieder richtig einen durchziehen bisschen entspannen. Ich höre dann meist Bob Marley dabei oder Peter Tosh. Also. Kennen Sie das Album? Bash Doktor? Dolles jetzt, Album. Dann würde ich in Olpe einfach mal vorbeikommen bei Ihnen. Ganz normale Pfeifen haben Sie aber da. Ganz normale habe ich da. Die Pfeifen könnte man eventuell auch aufbohren. Könnten Sie das im Geschäft machen? Sie meinen auf 9 mm? Nee. Vorne, dass da Luft reingezogen wird, weil ich mir doch gerne mal einen dampfe. Und dann soll das aber nicht so aussehen, als wenn ich da gerade das rauche, was Sie auch eben schon mal angesprochen haben. Das wäre aber möglich. Ist das vom Material her so, dass das dann auseinanderbröselt? Nein, ganz sicher nicht. Also ich bin... 9 Millimeter ist natürlich ein Maß, wo die Durchzugsfähigkeit viel zu hoch ist, ja. Und wo auch die geschmacklichen Aspekte eigentlich verloren gehen. Bei der Pfeife gehen sie, sie wird kastriert, der Tabak wird kastriert, das ist schon richtig. Kastriert? Ja, er hat nicht mehr die Wirkung. Er wird, der kriegt ja Nikotin und Nikotin zum größten Teil entzogen. Und von daher kommt eben hauptsächlich warmer Rauch raus. Das ist nun mal so. Ja. Ja, ich bin ja eher ein Freund des kalten Rauches, wie Sie das mit Sicherheit schon mitgekriegt haben. Ja. Vom Geschmack kommt da natürlich auch viel mehr rüber, ja. Wenn der Rauch ein bisschen runtergekühlt ist. Und es ist ja beim Pfeiferauchen, ich nehme an, Sie rauchen auch selber Pfeife. Ich rauche Pfeife und auch Zigarre. Rauche auch eine Koiba im Moment als Zigarre. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, an Zigarren, da bin ich für die nächsten 80 Jahre ausgestattet. Eieiei. Seit dem 27. November, wo ich mein Amt angetreten habe, da kamen so viele Kisten und ich habe jetzt schon überlegt, dass wir einen kompletten Raum im Kanzleramt auch als Humidor machen, ja. Damit die auch anständig gelagert sind. Mhm. Aber ich denke, die halten sich und man macht sowas zwar nicht, aber ich verschenke sie auch gern mal weiter. Ja, Sie bringen mir eine Kiste Koiba mit und Sie kriegen von mir Pfeifen. Machen wir ein Tauschgeschäft. Das heißt, wir könnten einen Tausch machen, Kiste Koiba, ja. Gegen ein paar Wasserpfeifen? Mit den Wasserpfeifen, da muss ich habe also so klein, wie Sie eben beschrieben haben, ich habe noch kleine, wirklich kleine Wasserpfeifen, die habe ich mal irgendwann von einem Kollegen übernommen. Das ist doch gut, das ist diskret. Die suche ich raus. Ich war eben so irritiert, Herr Bundeskanzler, und von daher wollte ich das Ganze auch ein bisschen ablocken, muss ich Ihnen sagen. Ja, das ist völlig verständlich. Ja. Ja. Wie machen wir das denn? Haben Sie irgendwie so einen Hintereingang? Oder kann man die Wasserpfeifen eventuell mit ein bisschen Holzwolle in so eine Kiste packen? Also, dass das so aussieht, als würde ich Zigarren bei Ihnen kaufen.
Also die kriege ich eingepackt, dann machen wir ein schönes Päckchen. Ja, dass es diskret aussieht. Ja, ne? Ja, das kriegen wir hin. Sagen Sie, kennen Sie denn noch bei Ihnen in der Gegend einen guten Tabakshop? Das könnte ich ja dann in einem Abwasch machen, ne? Ja, ich bin am Überlegen, da gibt es in Siegen Hingelsrock. Sagen Sie mal, und da bekomme ich dann auch so die Sachen, die einen so richtig wegballern, ja? Wir haben auch sowas, ja. In Olpe selber weniger. Da ist niemand, der da so eine breite Auswahl hat. Das ist doch toll, wenn die ein breites Sortiment haben. Ich meine, ich will ja breit werden. Mhm. Ja, dann weiß ich das schon mal alles. Also, Herr Chillum, dann danke ich Ihnen für das tolle Gespräch. Ja. Tschüsschen. Ja, tschüss.